Karl Marx in Bronze, genannt Dornischl, das Wahrzeichen von Chemnitz. Die Büste von Christian Schubart, berühmter Querdenker des 18. Jahrhunderts, steht im schwäbischen Aalen. In Chemnitz und Aalen haben wir zwei Modellbahnvereine besucht, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Kommen Sie mit uns auf eine kleine Entdeckungstour. Was sonst zwei Tage dauert, haben wir in Sekunden erledigt. Unser erster Besuch gilt der Modellbahn AG des Kraftwerk e.V. in Chemnitz. Nur knapp die Hälfte der Mitglieder ist heute anwesend. Die allerdings stellen sich dankenswerterweise selber vor. Arne. Tobias. Olaf. Sebastian. Uwe. Jörg. David. Kevin. Da kommt er. Das ist. Die Modulanlage wurde extra für unsere Kamera aufgebaut. Jetzt steht sie kurz vor der Inbetriebnahme. Der Fahrzeugpark ist eine bunte Mischung aus Spenden diverser Modellbahnfirmen und dem Privatbesitz der Modellbauer selbst. Jeder legt Hand mit an. Auch die Jüngsten der Truppe wissen genau, was zu tun ist. Kopf der Arbeitsgemeinschaft ist Sozialpädagoge Uwe Klötzer. Er hat heute im großen Saal des sogenannten Pionierhauses überall sein wachsames Auge. Die Villa des ehemaligen sächsischen Maschinen- und Lokomotivbauers Richard Hartmann ging nach dem Bankrott der Firma 1930 aus dem Familienbesitz. In den 50er Jahren wurde das Pionierhaus Juri Gagarin angebaut und das ganze Ensemble bis nach der Wende als Jugendzentrum genutzt. Seit 2003 ist es Sitz des gemeinnützigen Kulturvereins Kraftwerk. Noch schwebt über dem großen Saal ein Hauch von DDR. Die feinen Mosaike präsentieren nach wie vor die jungen Pioniere der sozialistischen Völker. Und auch die Eisenbahnfreunde haben hier eine lange Tradition. Die Modellbahngruppe ist eine der ältesten Arbeitsgemeinschaften in dem Haus. Die existiert mit Gründung des Hauses seit 1956 in verschiedenen Altersspektren, an verschiedenen Anlagen wurde gebaut, die aufgrund von Alter auch abgerissen werden mussten, die einfach nicht mehr reparabel gewesen sind, sodass sich verschiedene Anlagen über Jahre entwickelt haben hier. Also die gab es in der DDR? Die gab es auch schon in der DDR und wurde dann auch nach der Wende weitergeführt bei uns. Und zwei, dreimal im Jahr, je wenn Ausstellungen sind, bauen wir die Anlage wieder auf, in der Hoffnung, es funktioniert dann alles. Weil die Möglichkeit, sie immer auszuprobieren in der Größe, wie sie im Moment steht, eben nicht immer gegeben. Tatsächlich weist der Fahrbetrieb auf der über 40 Meter langen H0-Strecke an manchen Stellen einige Tücken auf. Noch ist nicht alles perfekt. Hast du recht. Die Lokmaus von Roko soll hier schon bald ausgedient haben. Angestrebt wird eine digitale Steuerung der gesamten Anlage über Tablet und Smartphone mit einer App. Wie noch mal so eine Nummer heißt. Ja, im Prinzip wollen wir alles über das WLAN-System von Roko steuern, über Z21 und versuchen halt, das dann im Prinzip jetzt drahtlos zu machen. Ja, wir arbeiten ja im Prinzip noch mit diesen Multimäusen und davon wollen wir eigentlich weg, dass man im Prinzip dort wirklich drahtlos arbeitet und auch dann die Züge verfolgen kann auf der Anlage. So wie es aussieht, geht's jetzt los. Gebaut wurde mit viel Fantasie. Eine flache Landschaft sollte es sein. Vielleicht eine Nebenbahn in Mecklenburg? So oder so ähnlich hätte es sein können. Nicht alles ist Fantasie. Den Bahnhof Chemnitz mit K gibt es tatsächlich. Allerdings anderswo.
Dargestellt wird die Bahnepoche 3 am Übergang zur Epoche 4. Fahrzeuge der Deutschen Reichsbahn stehen im Rund. In der DDR beginnen die 1970er Jahre. Jeder Millimeter der Modulanlage ist detailverliebt ausgestaltet. Im Bereich Zubehör hat sich da vor allem die Chemnitzer Firma Modellbahn Kreativ mit ihren Spenden verdient gemacht. Es dieselt und dampft auf der Anlage, dass es eine wahre Freude ist. Die Elektrifizierung wird die kleine Lokalbahn nie erleben. Historisch belegt, jeder 9. DDR-Bürger hatte seine Datsche. Zur Selbstversorgung und für die Freizeit. Ganze Siedlungen lagen beispielsweise an den vielen Seen im Nordosten von Mecklenburg. Für Modellbahner ein eher ungewöhnliches Element. Ich fahre mal eine Proberunde. Das sind Schiffe, die gab es in den 80er Jahren etwa von der Firma Fritz. Er ist momentan in der Schweiz, aber es wird nichts mehr hergestellt von der Firma. Und wir haben noch einige Boote mal gekriegt, geschenkt bekommen, gesponsert und haben die dann entsprechend umgebaut. Das ist also in heutigen Ansprüchen mit RC-Technik entsprechend, dass man fahren kann. Gibt es momentan nicht mehr zu kaufen, wenn man Glück hat, vielleicht bei eBay, aber ansonsten momentan ausverkauft. Trotz schwerer Zuglast auf der Brücke, die Schiffchen haben die Ruhe weg. Ein Stockwerk unter dem großen Saal, der Bastelraum der Modellbahn AG. Hier steht seit Jahren eine feste H0-Anlage mit interessantem Thema. Gebaut hat den Bahnwinter in der DDR eine Modellbahngruppe von Jugendlichen. Erleichtert hat die Arbeit, dass man den Bau nicht ganz von vorn beginnen musste. Also wir haben die Anlage im Rohbau geschenkt gekriegt. Und danach haben wir die Kinder gefragt, was sie denn als Landschaft haben wollen, Jahreszeiten und so weiter. Und da war eben die Mehrheit, die dort gesagt hat, Winter. Und da haben wir dann gesagt, dann müsst ihr es machen. Der Chemnitzer Verein Kraftwerk sieht seine Aufgabe darin, Menschen mit sozial schwierigem Hintergrund oder mit leichtem Handicap eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu bieten. Das Besondere ist eben auch, dass AG-Mitglieder mit Behinderung und ohne Behinderung, dass sie sich ergänzen müssen dabei. Und sie sollen eigentlich auch miteinander arbeiten. Und es funktioniert. Die Winteranlage weist übrigens eine Besonderheit auf, die man nicht so oft zu sehen bekommt. Sie ist doppelstöckig. Das hat eigentlich den Hintergrund, man sieht die Anlage normal bloß im Kreisverkehr und hat eben entweder bloß einen Bahnhof und kinderische Landschaft. Und dadurch, dass das eben in zwei Etagen ist, kann man auch mehr Landschaft mitgestalten. So sind auf zwei Etagen überall kleine Geschichten entstanden, die beim Betrachter die Fantasie in Gang setzen. Modellbauer Jörg empfindet das ebenso. Er ist schon viele Jahre mit dabei, auch wenn er Schwierigkeiten mit den Augen hat. Der Modelleisenbahn gehört seine ganze Leidenschaft. Man kann seine Fantasien manchmal auch freien Lauf lassen. Wenn man sagt, dort muss das Gebäude stehen, dort muss das stehen, dann kann man auch sagen, ja, man baut halt praktisch mal dort ein Luxury-Man oder dort eine kleine Anekdote mit Hunden oder irgendwas anderes. Na, das ist halt alles so eine. So, man kann sich halt praktisch kreativ und praktisch schön auslassen. Das Kind im Manne lässt sich nicht verleugnen. Im Moment gibt es beim ehrenamtlichen Mitarbeiter Tobias nichts Wichtigeres als den Kran und die Schraube. Auch David arbeitet höchst konzentriert. Im ersten Gleis, jetzt da. Er ist Vollprofi mittlerweile. Das ist ein Personenzug, der ist für Güter- und Personenzug.
Aber jetzt ist ein Kleist. Problem. Was war vorne? Ja. Du sagst, nach hinten. Nach hinten. Und links und rechts probierst du einfach hier aus, ne? Ja. Probier's mal aus. Drüben am Teich weiht Uwe Klötzer den kleinen Kevin in die Geheimnisse der Schifffahrt ein. Es ist schwieriger als mit dem Zug. Ja. Was ist denn da schwieriger? Die Lenkung und der Motor. Da muss man auch ein richtiges Feingefühl haben. Mhm. Und hast du das? Ein bisschen. Im Spiel wird Wissen vermittelt. Es ist ja nicht nur, dass ich jetzt hier, ich sag mal, rein nur Landschaft mache. Ich muss ja auch mit der Elektrik mich beschäftigen. Ich muss überlegen, wie können Weichen angesteuert werden. Das ist der Hintergrund, eben um auch ein gewissen, die Bildung zu vermitteln. Das ist auch unser Ansatz, dass wir Möglichkeiten schaffen, wo Kinder, Jugendliche ihre Freizeit sinnvoll verbringen können, wo auch eine gewisse Bildung entstehen kann und für die Zukunft die Kinder was lernen können. Dass hier nicht nur ein bisschen gebastelt wird, damit die Mitglieder der Gruppe beschäftigt sind, ist uns schon nach kurzer Zeit klar geworden. Hier ist voller Begeisterung etwas auf die Beine gestellt worden, das seit Jahren Bestand hat und für alle Beteiligten hoffentlich auch eine lange Zukunft. Das Interesse ist auf alle Fälle noch da. Problematisch zeigt sich heute, dass eben doch ein sehr preisintensives Hobby entstanden ist. Wo eben viele auch zu Hause sagen, dass sie sich nicht leisten können oder sie wollen es eben nicht mehr machen, weil andere Interessen im Vordergrund stehen. Und aus dem Grunde denke ich, dass es sowas wie uns auch in der Arbeitsgemeinschaft geben soll, das auch finanziell von der Kommune gefördert wird, wo Kinder, Jugendliche die Möglichkeit haben, diesem interessanten Hobby nachzugehen. Hut ab vor dem Chemnitzer Kraftwerk e.V. und seiner Modellbahn AG. Und weiter geht's von Sachsen ins Schwabenland. Hier ist das jährliche Sommerfest der Eisenbahnfreunde Aalen in vollem Gange. Familie und Freunde der Mitglieder sind in den Garten des Vereinsheims geladen. Genau hier lagen einst die Gleise der Herzfeldbahn, der sogenannten Schedderer. Das Gebäude war ihr Güterbahnhof, ein geschichtsträchtiger Ort. In einer neuen Halle gleich nebenan hat der Verein EFA seine H0-Anlage installiert. Heute ist Tag der offenen Tür und das wird reichlich genutzt. Die Anlage ist rund 45 Quadratmeter groß. Es gibt vieles zu entdecken. Gerne geben die Gastgeber Auskunft. Die Miniaturwelt ist das genaue Abbild des Aalener Bahnhofs samt umliegendem Gelände in der Zeit Mitte der 1960er Jahre. Die jüngeren Besucher sind fasziniert von den kleinen Szenerien überall und von der Eisenbahn, die von einem digitalen Kommandostand aus ihre Fahrbefehle erhält. Manch einer der alteingesessenen Aalener, die sich über die Straßenzüge beugen, ist verblüfft über die realistische Darstellung und macht hier seine ganz individuelle Zeitreise. Also weitestgehend so, wie es wirklich war. Also toll, wie die das gemacht haben. Also das ist die Sparkasse, das war das frühere Finanzamt. Und da ist eine Kokserei drin. Und das Gas ist da gemacht worden und ist da nachher reinkommen in den Gaskessel. Und ist ja alles weg. Da war ich schon oben und haben schon mal reingeguckt. Viele Jahrzehnte lang galt der Gaskessel als Wahrzeichen der Stadt. Das wissen die Älteren noch. Auf der Modellbahnanlage kommen die alten Zeiten wieder zurück. Einfach toll.
Es ist wie Kindheit, was wir erlebt haben. Ja? Gerade meine Freunde, der Günther, der Martin, wo wir unterwegs waren. Also es war schon richtig toll. Ja, der Übergang, der Steg, das war natürlich für uns in der Kindheit, in der Freizeit, einfach was Tolles, wenn man da die Züge kommen und gehen sahen. Und dann haben wir versucht, in den Schlot von den Dampflocken hineinzuspucken und das Feuer auszumachen. Aber ist uns nie gelungen. Da, wo jetzt die Mitte ist, der große Baum, da war früher ein riesiger Kastanienbaum. Und da haben wir immer die Kastanien gesammelt und auch probiert, in den Schlot von der Dampflok reinzuwerfen. Und wenn man dann zu spät weggekommen ist, dann war man halt schön schwarz. Und dann hat die Mutter immer gleich gewusst, wo man war. Dampf und Ruß sind verschwunden. Auch die Marienkirche gibt es nicht mehr. Nach 100 Jahren musste sie 1972 einer neuen Straßenführung weichen. Seit den 60er Jahren hat Ahlen an vielen Ecken ein völlig neues Erscheinungsbild bekommen. Wie sich das alles verändert hat, das soll man nicht glauben. Alles hat sich so verändert. Doch. Heute und damals der Ahlener Bahnhof. Veränderungen an dem Gebäude von 1876 durften in den letzten Jahrzehnten nur kosmetisch vorgenommen werden. Es steht unter Denkmalschutz. Der rege Bahnbetrieb zeigt die Bedeutung des Bahnhofs als Kreuzungspunkt. Hier treffen sich die Remsbahn aus Stuttgart, die Brenzbahn aus Ulm, die Obere Jagdbahn aus Crailsheim und die Riesbahn aus Nördlingen. Daran hat sich auch seit Mitte der 60er Jahre nichts geändert. Modell und Vorlage fließen ineinander. Originalaufnahmen zeigen, wie nah die Modellbauer aus Ahlen ihrer gewählten Epoche gekommen sind. Das war unsere Aufgabe, an der sind wir am Anfang leicht gescheitert, weil die Unterlagen, die dazu notwendig sind, waren einmal ein Foto nur, einmal ein Plan, den man umrechnen musste auf 1:87. Dann teilweise musste man in fremde Grundstücke rein zum Fotografieren. Also es hat sich aber trotzdem dann langsam aber sicher aufgebaut, dass die Originalität als solches gewahrt blieb. 1991 hat der Verein mit dem Bau der Anlage begonnen. Die meisten Häuser wurden von einem Mitglied angefertigt, das leider schon verstorben ist. Mit Karton- und Pressspanplatten ist ihm eine fast unglaubliche Detailtreue gelungen. Getreu den Zielen der EVA ist die gesamte Anlage maßstabsgerecht aufbereitete Heimatforschung, lupenrein dargestellt. Alles, was Sie sehen, ist Epoche 3, was da herumfährt. Ob Güterzug oder Personenwagen oder was es auch immer ist. Noch ist es die Zeit der Dampfloks und auch bestens ins Bild passt die V200. Doch die Elektrifizierung geht rasant voran, in Ahlen vielleicht nicht ganz so schnell. 1972 fuhr von Ahlen eine Dampflokomotive bis Schorndorf. Und ab Schorndorf war es elektrisch, hat ein elektrischer Zug das übernommen. So war das im Wechsel immer. Ende 1972 ging auch Ahlen ans Netz. Im selben Jahr wurde die meterspurige Herzfeldbahn stillgelegt. Ihr Personenbahnhof lag am Rande des Geländes. Seit 1901 transportierte die Nebenbahn Güter und Arbeiter, brachte aber auch Ausflügler in die rauschöne Landschaft der schwäbischen Ostalb. Auf einem Dreischienengleis konnten Normalspurgüterwagen bis zum Herzfelder Güterbahnhof gebracht und über eine Rollbockanlage an den Schmalspurzug gekoppelt werden. Von dort ging es dann weiter nach Dillingen in Bayern. Im Modell ist hier Ende. Den Rest überlassen wir der Fantasie und dem Herzfelder Museumsbahnverein.
Sie erinnern sich, genau hier findet das jährliche Sommerfest der Eva statt. Genau hier rauscht der Zug von Stuttgart nach Aalen vorbei und drei Herren des geschichtsbewussten Eisenbahnvereins suchen nach Spuren des alten Herzfeldgleises. Und das ist da unten, das ist schon Trägelspur. Weil Schmalspurgleis ist ja weiter zu uns her, hinter dem Baum. Ja, da nicht, das ist jetzt die müsste auch noch liegen. Genau, die müsste auch daher liegen. Die müsste da liegen, da. Das war der Abzweig für die Umspuren. Hat schon die Spuren nicht gestimmt. Ja, ja. Seit 2004 ist der Verein Mieter des restaurierten ehemaligen Güterbahnhofs der Schädere. Im ersten Stock soll ein kleines Museum eingerichtet werden, rund um die Bahn auf der Ostalb. Das Prunkstück, eine württembergische T5, gebaut in der Lehrwerkstätte des ehemaligen Aalener Reichsbahn-Ausbesserungswerks noch vor dem Krieg. Die Dauerleihgabe gehört einer Bank und wird von dem Herrn in Uniform gut bewacht. Jetzt ist er grün, schaltet sich hier weiter und kann dann weiter in den Bahnhof einfahren. Das heißt, der Endblock ist dieser. Aktuell ist der Bereich jetzt wieder vorgemerkt, dass er hier im Ziel anhalten kann. Die V200 selbst fährt jetzt hier zum Vorblock, erreicht diesen gleich. Nach der nächsten weichen Verbindung erreicht sie den nächsten Block hier. Die Eva hat keine Nachwuchssorgen, wie viele andere Modellbahnvereine. Unter der Leitung eines Berufsschullehrers trifft sich die Jugendgruppe regelmäßig zu Fahrübungen. Also die Jugend, wie zu sehen, hier darf gleich an der Anlage mitsteuern, die Anlage bedienen. Also von den Grundideen, von der Elektrik bis zur Programmierung natürlich, dass sie auch alles gleich von Grund auf kennen. Also ich denke, das gibt einen Anreiz, dass man auch wirklich über die ganze Anlage Herrscher ist und gleichzeitig auch sozusagen, wenn Fehler auftreten, die gleich selbst beheben kann. Egal ob elektrisch oder mechanisch. Warte, ich muss kurz einen Block ändern. Sicher eine der leichteren Übungen für die Modellbahnjugend, die Diesellok V200 wird samt Wagen recht flott aus dem Schattenbahnhof herausgefahren und soll dann im Bahnhof Aalen an den Bahnsteig 3 gesetzt werden. Zugegeben, schnitttechnisch hat das jetzt nicht so geklappt. Das ist Bahnsteig 2. Aber dafür können die Jungs nichts. Können schon auch, wenn willst, die Rangierlok wieder oben wieder zurückschicken auf den Endblock. Ja. Genau. Und wenn willst, drüber die V36 kann ich auch noch weiter schicken. Erstmal zurück, dann wieder vorwärts. Wie im echten Bahnbetrieb. Und das scheint wichtig zu sein, wie uns Johannes erzählt. Dieses Vorbild, das hat auch seine Reize. Bei der Fantasie, da kann man halt machen, was man will. Beim vorbildnahen Betrieb, da macht man halt das, was schon 50 Jahre vorher war, was man selber nicht mehr kennt. Also ich bin ja 2000 geboren, dadurch 50 Jahre vorher in den 50er Jahren. Das kennt man gar nicht mehr. Das Interesse des jungen Modellbahners an der Eisenbahnvergangenheit kann man nur loben. Aus den 50er Jahren stammt beispielsweise die V200. Eine der ersten Dieselstreckenlokomotiven der Deutschen Bundesbahn. Mit ihrem für die Zeit typischen Industriedesign ist sie heute eine Kultlok und fast nur noch museal zu bewundern. Sie macht das Gleis frei für andere Züge und fährt zurück in den Schattenbahnhof. Bis 1973 waren in Aalen noch Dampflokomotiven beheimatet. Schon die Jahre vorher hatte man ihr Ende angezählt. Zum Glück konnten Eisenbahnfreunde die letzten regulären Dampfaktionen filmisch dokumentieren. Wie realistisch diese im Maßstab 1:87 umgesetzt wurden, zeigen die Szenen aus dem Aalener Betriebswerk. Die Größe des ehemaligen BWs bezeugt nicht nur der fotografische Blick über das mittlerweile historische Gelände. In Aalen ist eine Reparaturwerkstätte des RAW. Das war dieser Teil da, das war alles bauerneigen, wo teilweise Reparaturen, teilweise Neubauten gemacht wurden.
Und so hatte nach dem Krieg die Bahn in Aalen allein 1000 Beschäftigte. Und wo dann natürlich das Elektrische losgegangen ist, ist natürlich abgebaut worden. Weil der Dampfbetrieb fordert ja unwahrscheinlich Personal. Egal was es ist, ob es in der Dampflok selber ist oder das dazu. Ne? Und wie gesagt, da sind wir auf 1000 Beschäftigte gekommen. Und daraus ist das Aalen, das BW Aalen, bzw. die Stadt Aalen, bekannt geworden. An die glorreichen Bahnzeiten der Stadt erinnert heute nicht mehr viel. Eventuell noch die Denkmallok der Baureihe 23. Vor fast 40 Jahren schon hat man sie vor dem Aalener Berufsschulzentrum aufgestellt. 1954 von Jung in Jungenthal ausgeliefert, arbeitete sie in mehreren BWs der Republik. Am Schluss noch als Werkslok in einer Aalener Gießerei. Wer die 23029 fotografieren will, braucht einen guten Stadtplan. Jetzt gucken wir mal, warum der Zug nicht fahren wird. Machen wir den Deckel auf. Genau. Warum geht denn das nicht? Vielleicht, wenn man da noch etwas verstellt. Ah. Versuchen wir es mal wieder. Ja, und was mit der 36? Geht die auch noch? Ah, ja. Und nochmal die 37, weil die steht so schlecht. Ah, sehr schön. So, dann können wir wieder den Deckel zumachen. Und den Gaskessel wieder an Ort und Stelle rücken. So lassen sich beispielsweise Wackelkontakte schnellstens beheben. Wenn es dann aber mal mittendrin hakt. Dafür gibt es im Betriebshof der Firma Baustahl eine Ausstiegsluke. An ihrer breitesten Stelle misst die Anlage über 5 Meter. Von hier aus kommt man an vieles ran. Ein bisschen Kaugummi ins Gleis. Modellbauer haben da so ihre Tricks. Und wenn es gar nicht anders geht, spielt man frei nach Jonathan Swift einfach Gullivers Reisen nach. Und steigt der Modellbahn mal kurz aufs Gleis. Der kleine Süße. Abhauen zu. 460 kommen wir zurückfahren. Nach getaner Reparatur geht der Deckel wieder zu und der Bahnbetrieb läuft ungehindert weiter. Als im Jahre 1984 mehrere Eisenbahnenthusiasten sich zusammentaten, um ihrem Hobby gemeinsam zu frönen, nannten sie sich Modelleisenbahnfreunde Aalen, also MEFA. Zunächst einmal baute man mit viel Fantasie. Dann setzten sich die Mitglieder weitere Ziele. Sie wollten die heimatliche Eisenbahngeschichte erforschen, dokumentieren und vor allem maßstabsgetreu im Originalbetrieb darstellen. Seit 1993 geben sie sich den Namen Eisenbahnfreunde Aalen, also EFA. Sechzehn Jahre lang hat man an der Anlage gebaut und sie bis zur Perfektion vollendet. Jetzt wird allenfalls noch ausgebessert und entstaubt und natürlich gefahren. Und das voller Stolz. Die Anlage als solche ist für mich, obwohl ich es jede Woche sehe und noch öfters, eine Augenweide. Ich muss jetzt zusehen, wollen wir uns gar nicht hinter den Schäfer stellen, unser Licht. Es ist einfach top. Donnerstags trifft man sich im Vereinsheim und das sei ausdrücklich erwähnt. Besucher sind immer willkommen. Und tschüss. Und tschüss.